Ja, Volltreffer. Es geht schon los. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber soll ich da noch unten reingehen? Nee, ich glaube, das lohnt nicht. Na toll, nur weil ich diese blöden Stiefel noch gebaut habe. Also da fällt der Sand. Der Sand fällt jetzt runter, oder? Ja, der fällt runter. Okay. Okay, dann geht's los, oder? Gut, dann gehe ich da mal hoch. Sneaken. Und dann Angriff, oder? Wir dürfen angreifen, oder? Klar. Klar. Klar, dürfen wir angreifen. Gut, Nodorp hat sich da oben vercampt. Auch eine Strategie. Da hinten ist Luke. Tja, und TNT habe ich noch übrig. Ich gehe nochmal eben in mein Inventar. Kann ich mit dem TNT irgendwas machen? Ich springe hier mal rüber. Tja. Nur aufpassen, wo ich hier hingehe. Ich könnte mir irgendwie gut... Moment mal. Treffe ich ihn? Achtung! Nee. Tja, das ist wirklich spannend hier. Weil ich nicht weiß, wo die anderen sind. Ich gehe mal am Rand entlang. Moment. Schaf, geh weg. Boah, kriege ich dafür auch Levelpunkte? Nein, doch. Doch ein paar. Ja, davon kann ich mir auch keinen Kuchen kaufen. Brennt das da oben? Ich glaube schon. Okay, hin. Ich habe ja ein Feuerzeug. Und dann da einfach mal Feuer legen. Und weg. Weg. Einfach nur weg. Einfach nur flüchten und von hinten oben hier zugucken, was da unten passiert. Ja, Volltreffer. Okay. Und schon wieder ein Treffer. Ich schnapp mir erstmal Nodorp. Weil der, glaube ich, auch nur eine Lederrüstung hat. Achtung, Schwert raus. Und dann aufpassen, wo man hintritt. Denn... Ist schon jemand tot? Ja, scheinbar nicht, oder? Sonst würde man es an der Meldung sehen, oder? Ja. Ja, ich habe nur Push-to-Talk auf der Tab-Taste und habe ich nachgeschaut. Und das der Turm brennt, ja. Ja, ich weiß. Aha, ja. Okay, da steht eine Werkbank. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier über die Map läuft. Ich fackel das einfach an. Habe ich keinen Bock drauf, dass die da oben sich auf die Bäume campen. Naja, mal gucken, ob das was hilft. Denke mal nicht. Okay, ich habe immer noch kein Level voll. Schade. Weil ich könnte ja normalerweise noch dann schnell einmal bei Enchanting Table vorbeigehen. Komm, Punkte. Die anderen denken bestimmt, was mache ich hier? Die Frage ist auch eigentlich berechtigt. Aber naja, gut. Wenn die so defensiv spielen, dann spiele ich auch mal defensiv. Denn ich möchte auch gewinnen. Komm, Schwein. Punkte. Ach, die geben mir wahrscheinlich keine. Aber du kleine. Ach, auch nicht. Schade. Aber ich habe ja schon Level voll. Gut, dann gehe ich hier unten. Ich glaube, das war meine Ecke. Gehe ich hier nochmal rein. Und mach mal so. Bannen, okay. Ich weiß nicht genau gerade, was das bringt. Aber auf jeden Fall habe ich mehr. Mehr Schaden. Tja. Wo gehe ich denn mal lang?
bewege mich wirklich mal hier im gekriechten Modus am Maprand entlang. Vielleicht etwas überreagiere ich hier gerade. Muss aber nicht sein. Aber die anderen machen das ja anscheinend auch. Und hier nicht runterfallen. Das könnte ich mir auch zutrauen, dass ich das da runterfall. So, wo sind die hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einer da hinten irgendwo ist. Einer da und der andere Luke halt auf dem Baum da hinten. Ich sollte nicht immer mich so zerstreuen. Ich sollte dann auch mal an einem dranbleiben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso, aber ist auch bei Ego-Shootern, wenn ich Ego-Shooter auf der PlayStation spiele, immer das gleiche. Campen macht irgendwie über. Campen an sich macht keinen Spaß, finde ich. Oh, ich habe einfach nicht die Geduld dazu, keine Ahnung. Aber es ist einfach nur blöd, wenn ich damit da rumcampe. Ich muss mich eigentlich immer bewegen, sieht man hier auch. Ich kann eigentlich gar nicht still stehen bleiben wie Nodop da oben vorhin auf seiner Plattform. Und da hinten ist einer. Luke. Aua. Und ich esse mal eben was. Bloß aufpassen. Hier ist bestimmt irgendwo eine Falle. Naja, oder auch nicht. Und ich renn mal da hinten hin. Da ist anscheinend nichts. Und dann töte ich Luke. Boah, ich probiere es mal. Luke von hinten zu attackieren. Obwohl er doch da gerade schon mit irgendjemandem kämpft. Nein, da bin ich tot. Verdammt. Nodop hat hier seinen Run. So, 1-1 noch. Leck Habt mich. Ihr eure Sachen nicht enchanted oder was? Warum 1-1? Ich will nicht gegen dich spielen, Nodop. Du bist doch mein bester Freund. Ihr seid mein, ja mal mein Netzwerkpartner. Du warst so knapp davor, mich zu töten, Luca, und ich baue mich einfach runter. Ja, was soll ich denn da machen, ne? Gut, komm, ich gehe mal in Creative Mode. Du versteckst dich die ganze Zeit. Ich versteck. Lol, achso. Ja, aber wie ihr baut euch irgendwie zu uns oder so? Oder verrät den anderen, wo wir sind, wenn ihr jetzt Game Mode seid? Nee, machen wir nicht, na klar. Machen wir nicht. Okay. Ganz kurze Frage. Ja? Ja, was ist denn, Nodop? Achso, ja, ich hab Tab losgelassen, ich bin so dumm. Merkt man. Die Kiste in dem Baum, die ihr gerade war, habt ihr da jemand hingebaut oder gehört ihr da hin? Keine Ahnung. Aber du hast dich jetzt nicht irgendwo eingebaut, wo man dich niemals finden kann, weil du Shift drückst und einfach ganz weit unter der Erde bist, oder? Nicht für immer. Ach, Domse. Was? Willst du mich verarschen? Oh. Geh hier sofort weg. Man sieht's an dem Namensschild. Hau ab, verpiss dich. So, danke. Bitte. Ach, verdammt. Wenn du gibst dir Geheimtipps, das darfst du nicht. Nein, ich geb keine Tipps, Mann. Ich geb keine. Gut, okay. Gut, ja, ich bin leider raus. Schade, dass er kein Vanish drin hat, weil dann wird's echt Bock machen. So zum Spectaten, ne? Ja, klar, aber naja, ich verrat nix. Ja, schon. Okay. Gut, okay. Dann bin ich ja wohl gezwungen. Hatte die beiden keine Items dabei, oder warum habe ich von euch keine gekriegt, eigentlich? Ich hab die irgendwie noch, ich weiß auch nicht. Dann komm mal zu mir und werf die alle auf den Boden, damit ich gucken kann, ob du was hast, was ich brauche, bitte. Und du auch, Luca. Tja, also ich muss schon sagen, es war ein spannendes Spiel, finde ich. Ich bin leider, habe ich am Schluss da vom Treffen her nicht gerade viele Punkte geleistet, da war er einfach, ich war schon im Gewinnrausch, weil ich dachte, da kann man eigentlich nur gewinnen, weil, ich meine, er wurde erstmal durch den Luke abgelenkt und dann auch noch durch ihn selber. Also ich weiß nicht. Da war ich halt im Erfolgsrausch, aber naja, Erfolg sieht anders aus. Aber dabei sein ist alles und ich fand das doch trotzdem spaßig. Ich hoffe mal, ihr mögt das Format. Und ja, ich werde hier auf jeden Fall noch weiter überwachen und gucken, wer hier gewinnt. Die Uhr, Alter, guckt euch die mal an. Auf der Karte hier sieht die ja schon richtig geil aus. Aber wenn ihr euch mal hier die Schaltung anguckt, alter Schwede, ich könnte sowas noch nicht bauen. Ich weiß, viele von euch können sowas,
Da habe ich auch wirklich Respekt vor, aber ganz ehrlich, ich möchte sowas gar nicht bauen können. Das dauert doch Stunden. Da gehe ich lieber in irgendeine Höhle und lass mich da von den Creepern ärgern, anstatt dass ich hier sowas baue. Das ist doch extrem, Alter. Aber genial, dass da überhaupt Leute raufkommen. Obwohl hier ja die Leute, oder der Erbauer der Map, wahrscheinlich, das, oder nicht wahrscheinlich, das auf jeden Fall mit World Edit gemacht hat. Finde ich irgendwie gerade langweilig. Obwohl Domsel gerade den richtigen Schritt macht, nämlich auch mal hier oben auf die Fläche kommt. Aber das war überhaupt kein guter Schritt, hier oben rum zu campen, das finde ich nicht gut. Ich hoffe, er geht da bald mal wieder runter. Oder andere sagen ja auch, das ist einfach nur taktisches Patrouillieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber er möchte wahrscheinlich an die... Ah, okay. Er möchte an die Enchanting Table. An den Zaubertisch, auf Deutsch gesagt. Und Nodob, wo bist du? Versteck dich nicht. Ich glaube, der muss sich erstmal wieder hochbauen. Der war ja doch irgendwo tief hier gefangen. Bloß wo? Voll das Ratespiel. Man kann ja... Domsel sieht echt die ganze Zeit noch verstecken. Ich verstecke mich jetzt gar nicht mehr. Ich wette, du hast jetzt irgendwie eine komplette Diamantrüstung und... Ah ja, alles. Natürlich, klar. Ich bin unbesiegbar und du brauchst gar nicht versuchen, gegen mich zu kämpfen. Ja, das brauchst du gar nicht zu machen. Ich bin unbesiegbar. Einfach nicht schlagen, einfach stehen bleiben und den Schlägen freien Lauf lassen, ne? Genau, wenn du auf mich zukommst, bleib einfach stehen und lass dich von mir schlagen. Und mein Schwert werfe ich dir am besten noch ins Gesicht, einfach. Und hast. Wo ist Domse? Wo ist Domse hin? Komisch, den hatte ich doch eben noch. Da hinten ist Domse. Okay. Da ist Domse. Hier ist Nodob. Okay. Ja, Nodob, nicht auf die Schafe gehen, hier auf den Domse. Tja, für wen bin ich? Ich weiß es nicht. Was hat ein Nodob für eine Rüstung? Er rennt doch nicht weg, oder? Die jetzt fliehen. Ah, okay. Klar. Schon klar, ich hab's kapiert. Hä? Nodob? Ach so, er kämpft auch noch nicht mal. Pfeil und Bogen. Oh, das ist mein Pfeil und Bogen. Den hab ich doch verzaubert. Hatte er gerade getroffen? Ich weiß das gar nicht. Anscheinend kann er gut mit dem Pfeil und Bogen umgehen. Gut, wo ist er denn hin? Ist Domsel etwa da unten reingegangen? Oh, weg, Nodob. Was macht er da? Hä? Eigenartig. Mach mal jemand den Regen bitte aus eben. Dankeschön. Eigenartig, Ach nee, da unten ist ja Domse drin. Was macht der denn da? Schlaue Strategie von Nodob mit dem TNT gerade. Aber ich finde das von Domse gerade, wenn ich ehrlich bin, etwas verstecken. Und etwas, naja. Wie war das mit nicht mehr verstecken? Ja. Spannung liegt in der Luft. Tralalala. Okay, Domse hier wieder stark am Zündeln. Obwohl ich denke, Nodob kann er leicht ausweichen. Spannendes Battle hier wirklich. Wer ist am Gewinn? Domse geht in Nahkampf über. Nodob auch. Wer ist am Gewinn? Ich bin gespannt. Ich schätze, Nodob, der hat einfach die besten Chancen hier. Ja! Nodob hat gewonnen. Yeah. Sieg! Ja, das nenne ich mal einen Sieger. Nodob hat gewonnen. Gut. Hätte ich ihn beim Anfang besiegt, dann hätte ich gewonnen vielleicht. Oder auch nicht. Tja, spannendes Battle. Leute, ich verabschiede mich. Tschö mit